Okay, let's try something different. Hallo, herzlich willkommen und moinsen YouTube bei mir, eurem E-Quest. Und zwar haben viele das Problem, beziehungsweise ich hatte es, dass wenn ich Shooter oder sonst irgendwelche Spiele gespielt habe, bei schnellen Bewegungen oder bei schnellen, ja, Grafikwechseln, das Bild stark verpixelt war, im Livestream so wie in der Aufnahme. Und nun möchte ich euch einfach mal zeigen, wie man das lösen kann. In einem kurzen, knackigen Video. Und zwar geht ihr auf Einstellungen und habt hier natürlich die Broadcast-Einstellungen. Die werden jetzt bei euch natürlich mit Twitch oder wenn ihr aufnehmen wollt, sieht das halt so aus. Hier habt ihr die Videoeinstellungen, aber für uns ist wichtig die erweiterten. Aber wir bleiben erstmal noch hier und zwar gibt es noch die FPS-Einstellungen. Wenn ihr aufnehmen wollt, reichen 30 FPS. Es sei denn, ihr wollt mit 60 FPS hochladen, aber sonst wird das alles auf 30 FPS runtergerendert. Also braucht ihr da praktisch nicht mehr als 30 FPS. Und jetzt sind wir bei erweitert. Und hier ist ganz wichtig, Keyframe Intervall ist 2. Ja. Benutze CFR, da darf kein Haken rein. Und jetzt nochmal zu den allgemeinen, zu der Codierung. Hier Nvidia NVENC hat mir geholfen. Und die maximale Bitrate hochsetzen. Bei mir ist das jetzt 6000. Livestream ist es 5000. Ihr macht das praktisch so lange. Ihr setzt die erstmal ziemlich hoch. Sei es jetzt 6000. Und dann, wenn der Stream laggt, schafft ihr es nicht. Dann habt ihr zu wenig Internet beim Livestream. In der Aufnahme solltet ihr das eigentlich schaffen. Wenn der Stream dann laggt, dann geht ihr so lange mit kleinen Schritten runter, bis der Stream nicht mehr laggt. So habt ihr die maximale Übertragungsrate, weil die Bitrate ist ja praktisch das, wie viele Pixel, also wie viele Änderungen übertragen werden können. Sag mal, und wenn ihr jetzt euch dreht in ein Spiel, in einen Shooter oder euch halt bewegt, werden ja ganz viele Pixel verändert und das muss ja übertragen werden und das regelt man mit der Bitrate. Qualität habe ich 8 und CVR habe ich aus. Und ja, bei der Aufnahme. Beim Livestream habe ich CBR an und habe 5000 als Bitrate, ne? Denn das muss ja auch noch übers Internet geändert werden. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich will ja nicht jetzt einen allgemeinen Guide über OBS machen, sondern einfach nur das Problem lösen, oder beziehungsweise euch helfen, das Problem zu lösen, dass die Aufnahme oder der Livestream verpixelt ist bei Bewegung. So, ich gehe natürlich hier auf OK, dann auch meine Szenen und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Guide und wenn er euch gefallen hat bzw. hilfreich war, lasst einen Daumen nach oben da, checkt meine anderen Videos aus und abonniert mich. Ne? Social Media und mein Gear ist natürlich in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.